In den Schuljahr 2013-14 war das Jüdische Museum Berlin an der Oberschule Melanchthon. Es fand eine Ausstellung und ein Workshop in der Turnhalle statt. Die Ausstellung und den Workshop haben die Schüler, Herr Tomschke und Frau Hanke, zu verdanken, da sie das Museum eingeladen haben. Auf die Fragen, die Kevin, Herr Tomschke und Frau Wörksche gestellt haben, antworteten sie. Wieso ist das Jüdische Museum eigentlich an unserer Schule? Weil wir den Schülern der Klassen 9 und 10 und auch 7 mal etwas anderes bieten wollten. Ja? Vor allen Dingen wollten wir den Klassen 9 mit den Klassen 9 diesmal nicht nach Auschwitz fahren, sondern wie gesagt, einfach was anderes bieten. Meine Frage wäre, haben Sie zu diesem Projekt etwas beigetragen? Ja, ich die Frau Hanke und die Henriette haben uns also da beworben. Die Henriette aus der 10B hat also ein schönes Plakat gemalt, was wir nach Berlin geschickt haben. Und dann hat uns die Frau Oehlschläger vom Jüdischen Museum zugesagt und damit sind wir dann heute und morgen an unserer Schule. Was ist Ihre persönliche Einstellung und was halten Sie eigentlich von diesem Projekt? Ich halte dieses Projekt für sehr gelungen, weil ich 2008 schon selber mal im Jüdischen Museum war. Und wenn ihr Schüler mit iPads arbeiten könnt, Plakate erstellen dürft und dann auch in der Ausstellung euch einfach mal mit den jüdischen Stars oder mit Persönlichkeiten beschäftigt, zeigt euch das vielleicht einfach mal eine andere Seite zum Thema Judentum. Was erwarten Sie eigentlich von diesem Projekt an unserer Schule? Was ich davon erwarte, dass ihr Schüler im Workshop zum Beispiel mit iPads mal arbeiten können, mit Tablets, was wir ja normal im Unterricht nicht machen. Ja? Und dass viele von euch vielleicht auch mal eine andere Einstellung zum jüdischen Volk bekommen, hoffe ich. Wird das jüdische Projekt in die nächsten Jahre zu uns kommen oder wie sieht das aus? Das wird schwierig. Also nächstes Jahr denke ich nicht, weil das Jüdische Museum durch ganz Deutschland reist on Tour und zum Beispiel in Sachsen jetzt nur zwei Städte, wir aus Görlitzer und Annaberg dabei sind und die im nächsten Jahr wahrscheinlich in Westdeutschland unterwegs sind und vielleicht alle 3-4 Jahre, müssen wir gucken. Was bedeutet für Sie Heimat? Für mich bedeutet Heimat, dass ich einen Ort habe, wo ich mich geborgen fühle, ein Ort, an dem meine Familie und meine Freunde leben und weiterhin ein Ort, an dem ich mich zurückziehen kann, wenn es mir mal nicht so gut gehen sollte. Was erhoffen Sie sich eigentlich von diesem Projekt? Ich hoffe, dass die Jugendlichen einen großen Einblick oder einen schönen, interessanten Einblick bekommen in die Lebenswelt von Jugendlichen, Juden innerhalb von Deutschland und Europa, dass ihnen die jüdische Kultur ein wenig näher gebracht wird und sie vielleicht einige Vorurteile ausräumen können. In den Workshops wurden Plakate angefertigt, und man konnte typische jüdische Gegenstände betrachten. Außerdem konnte man sich auf Tablet-PCs Videos ansehen. Als wir die Schüler in unterschiedlichen Themen befragt haben, antworteten sie. Wie findest du so die Ausstellung hier? Ja, also mir hat die Ausstellung sehr gut gefallen. Ich bemerke aber, dass wenn man sich nicht auskennt so mit dem Judentum, dass man sich da nicht so reinfindet. Aber ich finde gut, dass man viel alleine machen kann. Sehr interessant. Muss man sagen, man lernt hier sehr viel. Und es war auch echt gut gemacht. Man konnte sich hier Filme angucken und Bilder und alles. Und ich hätte nie gedacht, dass manche prominente Leute auch Juden sind. Ja, sehr interessant. Man erfährt viel. Man lernt viel. Also ich fand es sehr informierend. Also es hat mir Spaß gemacht. Aber der Nachteil war, wir hatten nur 20 Minuten Zeit, um uns das hier alles anzuschauen. Ja, es war sehr interessant, auch mal das alles in live zu leben und nicht nur so im Geschichtsunterricht, in der Theorie. Also es war interessant, das mal in der Praxis zu erleben. Die Ausstellung ist gut, man lernt viel, ist informativ, man kann auch viel anfassen und sowas. Ist cool, macht Spaß. Die Ausstellung war interessant und auch man konnte viel lernen. Die Ausstellung, was an deiner Meinung zu den Juden verändert? Was hatte ich für eine Meinung zu den Juden eigentlich? Weiß es nicht, ich kenne das Volk immer noch nicht, aber ich denke, sie sind genauso ein Volk wie wir und man sollte sie akzeptieren. Also ich hatte noch nie eine wirkliche Meinung zu dem Judentum, also generell von Religion, das ist nicht so mein Thema. Dass man nicht so gegen andere urteilen soll, die eine andere Religion oder eine Kultur haben. Naja, also nicht unbedingt verändert, aber man lernt schon viel mehr und jetzt weiß man auch viel. Ich habe eigentlich keine spezielle Meinung dafür oder dagegen. Naja, also ich bilde mir eigentlich nicht wirklich eine Meinung, weil ich keine Person kenne, die mit dem Jugendtum was zu tun hat. Einige von uns haben auch die Mitarbeiter des Jüdischen Museums befragt. Mit welchen Mitteln wollen Sie den Schülern das Thema jüdisches Leben in Deutschland vermitteln? Themen und Gegenstände anbieten, die
an die Lebenswelt von Jugendlichen selber anknüpfen. Nur Sachen, die mit denen Jugendliche auch selber was anfangen können, die man anfassen kann, auch die man anhören kann, die man aufmachen kann, die man riechen und schmecken kann. Warum haben die Juden das Symbol des Sterns? Der Stern ist das Schild von David gewesen. David ist eine Figur aus dem Alten Testament, der dann auch König von Israel war, als Israel noch Königreich war. Und die Geschichte von David ist ja wahrscheinlich bekannt, wie er mit seiner Steinschleuder den viel größeren Goliath besiegt hat. Wie wird gekocht und was ist der Unterschied zu uns? Also grundsätzlich kann man nicht sagen, dass es einen Unterschied gibt. Wir haben bestimmte Speiseregeln, die religiöse Juden einhalten. Weniger religiöse Juden halten die nicht unbedingt ein. Das bezieht sich zum Beispiel darauf, welche Tiere, also welches Fleisch von welchen Tieren gegessen werden darf. Und das genau bedeutet koscher, ja? Koscher bedeutet rein oder erlaubt. Welche Feiertage gibt es im Judentum? Der höchste, wichtigste Feiertag ist eigentlich der Schabbat, der jede Woche von Freitagabend bis Samstagabend gefeiert wird und auf die Schöpfungsgeschichte zurückgeht und daran erinnert, dass Gott an 6 Tagen die Welt erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Der höchste der sogenannten hohen Feiertagen ist Yom Kippur, das ist der sogenannte Versöhnungstag auf Deutsch, an dem daran erinnert wird, dass Gott den Juden, als sie nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste gewandert sind, am Berg Sinai um das goldene Kalb getanzt sind, dass Gott den Juden vergeben hat, nachdem Moses nochmal auf den Berg Sinai gestiegen ist und 10 Tage lang um Vergebung gebeten hat. Deswegen findet Yom Kippur auch 10 Jahre nach dem jüdischen Neujahrsfest statt. 10 Tage, nicht 10 Jahre. Wie ist der Alltag ungefähr im Judentum? Gibt es da Unterschiede zu uns? Wie gesagt, kann man nicht pauschalisieren, kann man nicht verallgemeinern, weil es ganz unterschiedliche Juden gibt. Es gibt natürlich ganz verschiedene Strömungen im Judentum. Es gibt auch Juden, die sagen, mit Religion haben sie überhaupt nichts zu tun. Ich denke, da gibt es dann überhaupt keinen Unterschied festzustellen. Problematisch finde ich auch schon die Unterscheidung zwischen wir und die. Ich denke, das funktioniert so nicht, denn auch innerhalb des Christentums gibt es ja große Unterschiede zwischen Katholiken, Protestanten, Evangelikalen und anderen Strömungen. Deswegen diese beiden Kollektive so einander gegenüberzustellen, halte ich sowieso schon mal für problematisch. Aber der Alltag von religiösen oder orthodoxen Juden unterscheidet sich natürlich schon von dem Alltag von Nicht-Juden allein, wenn man sich die Speisegesetze anschaut oder die Gebetszeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das individuell sehr verschieden, denke ich. Vielen Dank. Wiedersehen. Sehr gerne. Es waren 2 schöne Tage, wo man viel über das Judentum erfahren konnte.